Hurra! Deine Kunden haben gekauft, sie sind durch die Decision-Phase durch, haben sich richtig entschieden und bei dir gekauft. Und jetzt kommt eine ganz spannende Phase, nämlich die Delight-Phase. Die Delight-Phase ist das, was man auch After-Sales nennt oder ganz simpel gesagt die Betreuung nach dem Kauf. Und diese Phase ist ganz besonders wertvoll, denn was jetzt passiert, ist Folgendes. Auf dem Weg durch die Customer Journey haben deine Kunden dich kennengelernt, dir immer mehr zu vertrauen gelernt. Und jetzt sind sie sozusagen am Peak von dem, was wir Vertrauen nennen. Und hier ist es ganz wichtig, dass du dieses Vertrauen nutzt, um diese Kunden zu Stammkunden zu machen. Auch wenn du kein Produkt hast, das man 100 Mal kaufen kann, also ich sage mal, du verkaufst Einfamilienhäuser, da kauft man nicht jedes Jahr ein neues, sehr wahrscheinlich. Dann solltest du aber trotzdem zusehen, dass du diese Kunden so gut wie möglich behandelst, damit sie alle ihre Freunde zu dir schicken, damit sie allen Freunden von dir erzählen, damit sie in Social Media gut über dich sprechen. Und hier ist es ganz wichtig, die internen Prozesse des Unternehmens zu betrachten. Das ist auch etwas, was wir mit unseren Kunden immer ganz genau machen. Wir liefern hier auch ganz oft ganz viele Ideen, was man machen kann. Denn manchmal passiert es zum Beispiel, dass die Delight-Phase nicht nur eine Phase ist. Manchmal gibt es nämlich Fälle, dass die Delight-Phase in mehreren Stufen passiert, nämlich zum Beispiel, wenn zwischen Kauf und Lieferung viel Zeit vergeht. Das kann zum Beispiel sein, wenn man Luxusurlaube verkauft in einem sehr eingeschränkten Bereich. Dann kann es sein, dass man das vielleicht 6 Monate vorausbuchen muss. Und dann ist es wichtig, dass du die Leute auch nach dem Kauf durch die Customer Journey noch weiter verfolgst, damit sie noch immer Spaß mit ihrem Produkt haben und damit kein Kaufkater eintritt. Das ist die größte Gefahr. Die Konsumentenschutzgesetze werden immer besser für den Konsumenten. Das ist auch gut so. Das birgt aber gleichzeitig die Gefahr, dass wenn der Kaufkater zuschlägt, was ist der Kaufkater? Der Kaufkater ist dieses Gefühl nach dem Kauf, wenn ich mir nicht mehr sicher bin, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Das passiert manchmal, wenn Leute, nachdem sie etwas gekauft haben, am nächsten Tag noch immer weiter shoppen und dann sehen, das gibt es woanders billiger. Das ist sehr gefährlich und da musst du unbedingt sehen, dass du durch guten Content, durch gute Kommunikation die Kunden davon abhältst, dass sie in diesen Kaufkater hineingelangen oder hineingeraten. Denn du weißt immer, jemand macht eine große Investition und der beste Freund sagt, ich glaube, das war ein Fehler. Da musst du ihnen durchhelfen, da musst du ihnen Argumente bieten, damit sie sich auch gegen ihre Freunde sozusagen wehren können, weil die Freunde meinen das ja nicht immer böse. Aber trotzdem ist es wichtig, dass du ihnen da gute Stichpunkte gibst, dass du gut kommunizierst und auch, dass du darüber nachdenkst, was gibt es noch, was der Kunde nach dem Produkt braucht. Also was ist das Nächste danach? Was ist der Upsell danach, wenn ich nicht direkt beim Kauf erledigen kann? Gibt es einen Cross-Sell? Kann ich etwas anderes dazu verkaufen? Das ist ganz wichtig und vor allem auch ganz wichtig, wenn du jetzt, ich habe da schon über die Hotellerie zum Beispiel gesprochen, wenn du ein Hotel hast, wenn deine Kunden 6 Monate nach der Buchung erst anreisen, ist es wichtig, dass du ihnen davor noch einmal erzählst, was es bei dir alles gibt, damit sie darauf vorbereitet sind und damit sie ihren Urlaub bei dir richtig genießen können, weil sie richtig darauf vorbereitet sind. Deswegen die Delight-Phase ist aus meiner Sicht die, die das größte Potenzial hat, weil sie die größten Chancen für dich bietet, mehr Umsatz zu machen und die Kunden länger bei dir zu halten. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Weg durch die Customer Journey. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei uns. Wir helfen dir gerne weiter.